Ich habe noch nie eine Konsole erlebt, die verbessert wurde. Klar, Xbox One. Bis auf jetzt eine. Ja, hey, das ist und PS4. Und so. Ich glaube, bei Nintendo wurde noch nie eine Konsole geupdatet. Das. Doch. Wie? Ja, die Wii Version 1, 2, 3, aber da war eigentlich von der Hardware-mäßig nichts verändert worden. Und die Wii Mini? Ja, das war jetzt aber auch eine. Das war was anderes. Nein, das gehört auch dazu. Ja, aber es ist eine runtergestufte Version. Ja, aber es gehört trotzdem dazu. Ja, aber innerhalb eines Jahres kommt keine ja, bessere richtig. Switch zum Beispiel. Das ist richtig. Ich könnte aber schon ahnen, dass es vielleicht mal eine Switch XL oder so geben könnte. Ja. Noch größer. Ja, das könnte schon sein, ja. Und eine Switch Mini. Was mich zum Beispiel vorstellen kann, viele beschweren sich ja, dass sie sich die nicht leisten können. Was mir zum Beispiel eine Idee wäre, dass man die Switch zum Beispiel auch als eine reine Handheld-Konsole holen könnte. Das wäre vielleicht auch interessant, ob die das durchsetzen würden. Den Dock extra ja? kaufen, toll, das kannst du toll. Als keine Joy-Cons, sondern reine feste Konsole. Hä? Ohne Joy-Cons willst du verkaufen? Du willst nur ein Tablet verkaufen? Nein, ich weiß nicht. Irgendwo, ich glaube, Nintendo könnte es vielleicht noch hinkriegen, dass man zum Beispiel, wenn du keine Joy-Cons möchtest, nur eine reine Handheld-Konsole, dass du die Spiele zum Beispiel auch auf einer Handheld-Version von Switch spielen kannst. Ach so, du meinst dann so, okay. Eine feste Controller und so. Okay. Ich könnte mir mal vorstellen, dass sowas eventuell kommen könnte. Dann wird aber wieder zu kompliziert, der Markt. Ist doch schon jetzt schon kompliziert mit den 3DS. Ja, 3DS ist ja kompliziert, ist ja auch kein Problem, aber bisher ist der Switch noch eins. Ne, und ja. Es gibt Leute, die sagen, es ist zu groß, manche finden sie zu klein. Eins Problem. Richtig. Das sagt der Flo auch. Ja, größentechnisch könnte man dann was ändern. Flo findet die Idee nicht schlecht von Tom. Okay. Oder dass man zum Beispiel eine Switch erschafft, neues Docking-System, was zum Beispiel die noch einen zweiten CPU parat hat oder um die Qualitätsverschlüsselung. Ja, das frage ich mich halt auch, aber ist das möglich, dass man über den USB-C halt die Spieldaten an zum Beispiel jetzt an der Konsole weiterleiten kann? Das frage ich mir schon ganz. Ich meine, ja glaube ich nicht. Ich hat irgendwie auch mal gesagt, das würde nicht gehen. Abwarten. Ja. Spieler, Minispiel, Stampfgraben. Seit mein Xbox 360 bin ich vorsichtig. Sie verarbeiten manchmal in der dritten Auslieferung andere Kleinteile, die oft Probleme beheben. Auch wenn ich mit Nintendo noch keine großen Probleme hatte, bin ich dennoch vorsichtig geworden. Okay, das ist ein. Die 360 hatte. Ja, bei den ersten Konsolen von Xbox 360 gab es doch diesen Red Ring, meine ich. Ring of Death. Ring of Death, genau. Ja. Ab einer bestimmten Konsole, ich glaube ab 2011 war der Fehler nicht mehr, glaube ich. Allein, dass der Fehler schon anfangs da war, war lustig. Ab 2008, glaube ich, waren die ersten Konsolen ohne. Das Problem hast du immer. So. Verdammt, ist er weit. Ja. Das habe ich leider den falschen Weg genommen. Oh, drei dicke Steine. Vier Gestern dicke Steine. Immer. Oh, das ist auch den falschen Weg genommen, Tor. Dieser Weg. Ja, ich würde gewinnen. Wird kein leichter sein, dieser Weg. Ach, man kann auch so machen. Ach, scheiße. Puh. Egal. Dieser Weg wird steinig und schwer. Also viele haben ja auch die Probleme, dass die Switch dich verbiegt. Yeah, also einige haben die Probleme, dass die Switch dich verbiegt. Doch dennoch frage ich mich, wie das von vorher passieren kann. Ja. Ich habe ja spielen dieselben Spiele. Eigentlich ist es ja sind so Einzelfälle. Ja, ich weiß nicht, ob sie eine Socke. Ja. Kann ja auch sein, dass sie eine Socke um den Lüfter tun oder so, was weiß ich. Schnitt nieder vom Bowser! Wie sieht die Platzierung von den letzten 5 Zügen aus? Guten Nacht, Nina. Wir mal sehen. Auf dem ersten Platz ist Mario. Nudge ist auf Platz 2. Platz 3 mit Daisy. Yoshi ist das Schlusslicht. Was? Wenn das so weitergeht, dann ist Mario der klare Sieger. Soll das etwa das Ende dieser Mario Party sein? Ja. Ha! Trivial. Komm her, du Nichtsnutz! Hey! Also, Yoshi, du kannst das Ruder noch rumreißen!
Sammle deine Kräfte für das Super Sonne Extra Lotto! Yoshi? Hallo? Nico? Master Ma! Ich muss noch um 9 zum Meeting! Wunderbar, ab jetzt haben wir Cups-Ereignisse auf dem jeden Feld! Das bringt neue Würze ins Spiel! Ja, wer liest den vor? Oh nein! Bosa hat Cups-Ereignisse auf jedem Feld eingeschaltet. Und wenn zwei viele auf, Spieler auf einem Feld stehen, beginnt ein Duell. Schrecklich! Aber gebt trotzdem weiter euer Bestes. Wie ein Desaster! Oh nein! Skandalös! Ich habe irgendwie keine Münzen. Oh nein! Wo sind meine Münzen? Oh Mann, das könnte jetzt noch richtig lustig werden jetzt. Total. Schneemann! Lass uns einen Schneemann bauen! Mann, da muss ich sofort an diesen neuen Horrorfilm denken. Okay. Was, über Schneemänner? Okay, ja. Nach Dina. Ich kenn den gar nicht. Kennt ihn jemand? Oder hat mal davon gehört? Ist ja auch in der Welt. Ein Horrorfilm über Schneemänner. Nein. Ja, alles gut so. Zu Halloween. Was, viele können als Schneemann zu Halloween laufen? Was? Das ist ein Horrorfilm oder ich weiß nicht, so ein Thriller. Das ist in falsche Richtung. Thriller. Ach, da hast du dich der Position. Ja, kriegst du eh nicht mehr. Ja, kannst du sowieso um den Kreis laufen. Ja. Ich möchte nur mal anmerken, wir haben gerade geteilte Positionen. Ich bin jetzt Letzter, waren vorhin Erster. Wario ist Erster, war vorhin Letzter gewesen. Und Luigi und, ja, ihr habt euch da 2 und 3 geteilt gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Links. Ich weiß gerade nicht, was rechts, besser ist. Links. Oh nein, das war falsch. Ah. Platztausch. Ja, hat sich gelohnt. Oh, das wie? Verdammt, der war ja doch nicht so weit. Ich kaufe als Ballon, dann haben alle S-Zuschauer von mir. Ist okay, Flo, mach das. Einfach so einen roten Ballon kaufen. Ach, du kleidest dich als Ballon. Du siehst aber auch noch einen Kürbis aushöhlen. Aha. Ich habe ewig keinen Kürbis mehr ausgehöhlt. Ich musste damals für die Feriengruppe, damals, haben wir an einem Kürbiswettbewerb damals teilgenommen gehabt. Hat ihr verloren? Ich wurde interviewt von der Zeitung, ich habe aber nicht gewonnen, ne. Na, immerhin. Na, immerhin wurde ich interviewt von der Zeitung. Ja. Oh nein, der hat meine Kapsel in einem kapselverseuchten Feld geklaut. Oh nein. Natürlich. Kürbis habe ich, glaube ich, Ewigkeit nicht mehr ausgeholt. Ich weiß nicht mal, wie es geht. Kürbis ist auch nicht so lecker. Ich weiß auch nicht. Ich stelle mir das eklig vor, wenn du einen Kürbis aushöhlen musst und jetzt wirst du, dann wirst du nachher noch aufgefordert, das Zeug zu essen wahrscheinlich. Ja, zum Beispiel so eine Kürbissuppe oder so ist nicht ganz so geil. Alex geht über Brokkoli. Können wir nicht Brokkoli aushöhlen? Kann man bestimmt irgendwie. Ey, Brokkoli ist das beste Gemüse, ey. Das war... das okay, hallo, Tura! Zeit für ein Duell! Was möchtest du von deinem Gegner? Münzen, Stern. Aber das wird mir das abgezogen, ja. Nee, ne? Ja. Nein. Ja? Du kannst aussuchen, du willst einen Stern von ihm, weil du kannst 50 Münzen von dir, aber du hast keine 50 Münzen, also ja. Also nur Münzen. Ich würde Stern nehmen. Ich würde auch Stern nehmen. Ja, aber dann bin ich verliere doch. Ja, ist egal. Und oh, was willst du jetzt einsetzen? Vielleicht geht mein Controller aus. Ich sehe es doch schon. Dann nehme ich euch von beiden je einen Stern in Favaro. Oh, ist doch ich habe hier 2 Sterne für den Sieger. Ja, trotzdem. Ja. Nervös? Ich wähle nun das Spiel fährt Zufall aus und wir spielen Sparkies Elektroarena. RIP. RIP. Weiche den Sparkies so lange wie möglich aus und vermeide die Spannungsfelder. Weiter. Wähle. Die Prinzessin da bewegen. Weiter. Die Sparkies kommen plötzlich auf dem Boden hervor und sind elektrisch geladen. Pass gut auf dich auf. Weiter. Die Sparkies blinken, bevor sie ein Spannungsfeld aufbauen. Bleib in Bewegung, du
hast du? Nix. Ich wollte nicht sagen, dass du fett bist. Spannend, du. War das cool, das Spiel. Das ist lustig. Du gewinnst. Nicht gegen die Veranda laufen. Nicht, genau, nicht da ranlaufen. Du musst da ranlaufen, dann gewinnst du. Ich hab Angst. Wow. Was? Krass, Leistung. Was zum Fitten oder was? Das war das spannendeste Duell, was ich je gesehen habe. Ich dachte schon so, oh Gott, hoffentlich kriege ich es hin und dann. Ich war eine Sekunde überlebt. Daisy, ja, du hast gewonnen! Diese Sterne sind für dich. Ach, danke. Bitteschön. Das Duell ist beendet. Dann kann ich jetzt gehen und bin erst so. Tschüss. Ciao. Und wir klauen noch eine Kapsel. Und Mario. Habt ihr gerade Ciao gesagt? Ja, sie hat Ciao gesagt. Okay. Sie will gehen. Alles klar. Ha. Krieg ich auch Münzen. Cool, kannst 5 Münzen kriegen. Wow. Der Wahnsinn. Ja. Nicht übertreiben. Haben wir nicht haben. Haben wir nicht haben. Ja, das stimmt auch wieder. Tja, jetzt bin ich über ein Dritter. Vielleicht verdient das Geld. Ja. Brauchst nicht auch einen Strich gehen. Ne? Fang den Guy. Fang den Guy. Ah, Guy. Ah, finde mit Hilfe des Wumble-Features die Fly Guys in Eimern. Sieger ist derjenige, der als erster 3 Fly Guys gefunden hat. Mit dem Control-Stick bewegen. Achte auf den Controller, wenn du dich den Eimern näherst. Ah, Eimer anheben. Tipp 1. Unter vielen Eimern stecken Bob-Obs und Kettenhunde. Wenn du diese Eimer anhebst, verlierst du wertvolle Zeit. Tipp 2. Ist das Rammelfeature aus? Erscheint ein Ausrufezeichen. Ist der Stream hier ab 18? Ja. Nee, vielleicht. Start! Hier ist nix, hier ist nix. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe einen. Ja, stimmt. Aber auch ein. Oh, keinen. Bombe. Weiß ein Ausrufezeichen irgendwo? Nee. Ausrufezeichen. Ist Zufall, ne? Ja, Zufall. Hab's gefunden. Echt jetzt? Ich hab nicht mal angefangen. Wenn jemand mit Ausrufezeichen geredet hat, denkst du, oh geil, dann muss ich ein Ausrufezeichen suchen. Ja, aber es funktioniert ja nicht. Stimmt, sind ja wieder deaktiviert, fällt mir gerade ein. Richtig! Oh.